Er ist unsichtbar. Manchmal macht er Geräusche. Ohne ihn wäre die Menschheit nicht da, wo sie ist. Elektrischer Strom. Täglich überall benötigt. Wir bei 50 Hertz transportieren Strom. In Deutschland und Europa kommt Strom mit einer Frequenz von 50 Hertz aus der Steckdose. Unser Name ist also Programm. 50 Hertz ist einer von 4 Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Der Norden und der Osten, das ist unser Netzgebiet. 13.900 Strommasten, eine Gesamtlänge von 10.000 Kilometern. Auch für Europa übernehmen wir eine elementare Funktion. Wir verbinden unser Netz in Deutschland mit Skandinavien und unseren Nachbarn in Osteuropa. 50 Hertz verfügt über eines der modernsten Höchstspannungsnetze in Europa und Windparkanschlüsse in der Ostsee. Unsere Stromleitungen nennen wir liebevoll Stromautobahnen, denn dort geht es kraftvoll zu. Der Stromtransport über weite Entfernungen geschieht unter Höchstspannung mit 220.000 und 380.000 Volt. Wie aber wird aus Höchstspannung Steckdosenspannung? Die Spannung wird verändert, in mehreren Schritten. Zum Schluss ist sie um mehr als das Tausendfache reduziert. Das geschieht in mehreren Umspannwerken. Von diesen Stromkreuzungen aus gelangt der Strom zu Industriekunden, in die regionalen Verteilnetze und zu den Versorgern. Von dort aus geht er in die Haushalte. Was sind nun aber die Aufgaben von 50 Hertz? Wir sorgen für ein funktionstüchtiges Netz, heute und morgen. Wir halten das Stromsystem stabil. Wir garantieren das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch, jeden Augenblick. Wir integrieren erneuerbare Energien ins Netz und bauen unser Netz dafür aus. Wir spielen eine Schlüsselrolle für den Strommarkt in Europa und den Industriestandort Deutschland. Ganz einfach gesagt, ohne ein jederzeit zuverlässiges Netz hätten wir keinen Strom. Deshalb übernehmen wir Verantwortung. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr.